Eben, und das muss es erst noch lernen, aber Eben, und es muss generell Fakt erstmal ist, lernen, geradeaus zu fahren. Das kann es ja auch noch nicht. Fakt, na, mittlerweile kannst du das schon ziemlich gut. Aha. Fakt ist Ich sag aber, nur mal dass einen früher oder Tesla. später, Das hat auch schon gut funktioniert. das war ein, ja, das ist scheiße gewesen, das glaube Ach ich. so, es war Aber, doof, dass der Typ gestorben ist. Blöde Sache. wenn du mal überlegst, wie viel Tausende oder Millionen Tesla es gibt, ne? Wie viele autonome Tesla gibt es denn, ist die Frage. Keine Ahnung, aber du rauschst gerade mega, oder bin das ich? Nö, das könnte ich sein. Niki, hörst du das auch? Ich höre das auch. Aber das legt sich gleich wieder. Das passiert immer wieder. Aber, Super. oh, da ist wieder gut. Ja. Aber ich glaube, das Elektrofahren, das wird auf jeden Fall kommen. Das Elektrische schon, aber gegen das Autonome werde ich mich weigern. Aber sowas von. Ja, das ist ja auch auf unbefestigten Straßen nahezu Das unmöglich, ist dass die Autos. absoluter Bullshit. Mehr nicht. Generell sowas wie, dass du da mit deinem Auto in die Garage oder in den Hof oder sowas fährst, das kannst du ja schon prinzipiell vergessen. Weil, Ja, oder es wird nur sehr schwer und extrem teuer, die Entwicklung. naja, wie will er dir bitte schön eine Tiefgarage erkennen? Ja, dann sind es halt die Sensoren, die da funktionieren müssen. Tun sie Super. auch noch nicht richtig. Und wir nehmen mal an, du hast ein autonomes Auto, ohne Lenkrad, ohne nichts, und der soll dir dann im Parkhaus einen Parkplatz finden. Das klappt ja auch nicht. Und dann parkt da Ja, mal einer das. irgendwie ein bisschen behindert, sodass die Aber wenn es Fahrtlücke nur nicht noch ganz frei ist, autonome, dann. aber wenn es nur noch autonome Autos gibt, dann dann sind wir am Arsch, ganz ja, einfach, weil aber die Dinger nichts können. dann gibt es die Möglichkeit, dass man falsch parkt, eigentlich gar nicht, weil das System sagt, okay, so parke Nee, ich hinter stimmt, der da gibt es nämlich eher die X-Koordinate. Möglichkeit, dass man gar nicht parkt, weil das Scheißteil die Lücke nicht findet. Weg stehen. Also der Nick mag autonome Autos nicht. Halten wir diesmal fest. Darf ich auch das denn, lässt das nicht machen? Ich habe mehrere Motorhilfen Nö, zum. für was fahre ich denn ein Auto? Für was kaufe ich mir ein Dann Auto? fährst du kein Auto Wenn ich mehr. dem Zum nur beim Beifahrer. Fahren zugucken darf, was macht das für einen Sinn? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe übrigens knappe 70% Schaden in meinem Führerhaus. Von denn? Was soll eben Das ist, reparieren? weil ich die ganze Zeit gegen diese scheiße Zölldinger gefahren bin. Aber ich hoffe, ich schaff's noch bis Lyon und dann. Ja, es steht sogar schon am Schild. Die Weit fahren kann es mir nicht mehr davon, sein. Mensch. Ich hab nur noch 10 Gänge, Leute. Gut, lass mal runterrollen auf. Aber auf 110 kommst du damit trotzdem. 118 war ich. Oh mein Gott, spüre die Geschwindigkeit. Wir fahren trotzdem mal 100, dass wir dich irgendwie noch einsammeln. Ich meine, wäre ja nicht schlecht, prinzipiell. Also sehen tue ich euch auf jeden Fall wieder. Huhu, Party. Ich fahre mit 2500 MT gerade. Das ist auch richtig geil. Jetzt hat er einen zweiten geschalten und kommt nicht mehr hoch. In zweiten. So. Fug. Werde ich eigentlich so mit der Zeit leiser, kann das sein? Weil du redest fast nicht, dann bist du natürlich leiser. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich mein Mikrofon wieder selbstständig mache und in alle Himmelsrichtungen. Na gut, das ist Ah, nicht so geil. cool. Niki, am Ende vom Tag muss ich dann diese ganzen Quatsch mal zusammen schnippeln. Da ein Viel Rumsterten-Rums. Spaß. Mach mal ein Best-of. Genau. 40-Stunden-Video. Jawohl. Best Eigentlich of ist müsste. länger als nicht alle Folgen zusammen, aber Wenn egal. ich da mal richtig Bock drauf habe, dann mache ich sowas bestimmt mal. Ich sehe es schon kommen. Ja, Abonnenter Tag. da kommen die Abonnenten nicht drum rum. Da kommen die Leute nicht drum rum, die uns abonniert haben. Ne, echt mal. Die armen Leute, die Best-ofs Ja, geboten unsere bekommen. Best-ofs werden dann wahrscheinlich schon ein bisschen grausam anzusehen.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Definiere grausam. Selber. Wie? Definiere selber. Keine Ahnung, wie soll man grausam definieren? Ja, was ist denn für dich ein grausames Best-of? Sag doch mal. Na, so wie wir fahren, das ist grausam. Ja, aber es geht rum, Fails, du Vogel. Ja, aber doch nicht so heftig. Es geht auch nicht darum, möglichst viel Skill zu zeigen in einem Best-of. Natürlich kann man den Best-of mal umkippen. Was hast du für Vorstellungen von Best-of? 71% schon. Wenn es nicht lustig ist, dann bringt es mir nichts. Weißt du, er weiß schon, was er falsch macht, ne? Aber tut nichts dagegen. Ich. Du rast trotzdem gefühlt mit 120 in Mautstelle. Ne, es war nur 40. Ach so. Ja. Ist nicht viel besser. Die Bremsen zählen nicht. Alles liegt an den Bremsen. Ich glaube übrigens, dass wir als erstes abliefern müssen. Ja, ich muss zum Steinbruch. Ja, dann fahren wir wahrscheinlich erst in die Stadt rein. Ja, das sowieso. Hui. Was ist das hier? Lichterparkplatz oder was? Ich hab jetzt. Die Kurve ist eng. Was hast du? Ich bin ihm mal ausnahmsweise nicht hinterher gefahren. Ja, auch nicht. Ach, wir sind ja gleich da. Muss die Karre hier erstmal wieder aus dem Tritt kommen? Jetzt komme ich im 10. Ja, mit knapp 2,2. Ein Hertz. 2200. Oh Gott, der nächste raus. Der darf es selbst im Stand noch lauter. Und da ist der Motor ausgegangen. Klingt angenehm, oder? Jetzt hier einfach mal kurz noch Pedal to the Metal. Alles, was geht, hier rausholen. Da werden alle Teile vom Motor aneinander geschmissen, damit er wieder anspringt. Achso, wieder mit Uhu zusammengeklebt oder wie? Ah, aber da war. Sicher. You have entered into the city. Super. Du bist doch da. Ja, da war eben schon das Ortseingangsschild. Ich rase jetzt. Aufenthalt in Du. Hui, hui, So. Ich fahre hier mal rechts in Richtung Werkstatt. Ja, ich muss hier links abliefern. Ich gehe auch gleich abliefern. Ja, also was du hier ablieferst, ist echt miserabel, Thomas. Das wird miserabel sein. Flachwitz. Nee, überhaupt nicht. War hochkultivierter Witz. Ja. Wir schreiben, während am Steuer zu sein, ist nicht geil. Und Ausfahrt. Ich kann das gut mit dem Witz machen. Du solltest das auf jeden Fall weiter so machen. Mhm. Ja. Niki, Komiker. Ja, aber die Stelle da mit der Ausfahrt, die muss ich mir nochmal angucken, was ich da denn gemacht habe. Ich glaube, du bist mit deinem Heck ein bisschen gegen die Leitplanke gekommen. Ja, nee, ich bin ja irgendwie vorne drüber geflogen, keine Ahnung wie. Haben die Hitbox? Ja. Ich fahr schon mal in Richtung Steinbruch. Oder soll ich euch beim Einparken zugucken? Ne, das wird's lieber nicht, da brauchst du nicht zugucken. Also aber ich würde mal sagen, wir fahren einfach zusammen zum Steinbruch, oder? So, ich komme gleich nach. Ja, ja. Und dann können wir am Steinbruch die Abmodi machen. Du bist ja an der Werkstatt, oder? Ne, ich bin nicht an der Werkstatt. Ich liefere gerade ab. Achso, du lieferst gerade ab, aber ich fahr trotzdem zum richtigen Gefühl. Ich meine, ich hätte gerade einen grünen Punkt an der Werkstatt gesehen, aber wohl doch nicht. Ich war vorhin in der Werkstatt und ich bin von dort weggefahren. Ja. Also minus 106.000 Euro hätte ich jetzt Gewinn gemacht. Quasi. Toll. Minusgewinn ist immer toll. Ja, ich kann heute nicht mehr. Niki, da hast du mich am falschen Tag angeschrieben.
dass wir aufnehmen sollen. Warum? Ist doch lustig. Das ist mega scheiße, vielleicht komme ich ja tatsächlich irgendwann auf Best of Ideen. Na, ich hätte auf sowas eigentlich keinen Bock. Die Best of würdig sind. Generell auch in den Videos gibt's genügend Zeug. Auch das, was vor den Videos als passiert. Ja gut, ich drücke meistens erst die Taste, wenn ich auch wirklich dann starte. Nö, ich mache meistens von Anfang an die Taste. Und das gleiche mit, glaub. Oh Mist, das waren die Seitenpfosten. Ja. Wo seid ihr denn? Jetzt... Wir fahren gerade in Richtung Steinbruch. Wir hätten, ja komm, einfach hinterher gefahren. Passt schon. Wir sind jetzt halt schon ein Stückchen gefahren. Ich hab einen Renault-Händler entdeckt. Wuhu, das sind richtig tolle LKWs, die solltest du dir auf jeden Fall kaufen. Ich hab davon eine Garage voll. Ja. Oh wenn mein Gott. Wenn man Altkunststoff braucht, dann kann man ja einfach auseinanderbauen. Genau. Okay, halten wir fest, der Thomas hat einen Altkunststoffhändler gegründet. Kannst du direkt einen Laden aufmachen. Aber, weißt du, den Mitarbeitern ist es egal, in welchen Auto LKWs die hocken, ja. Die bringen immer den gleichen Gewinn. Was? Nee, eigentlich nicht. Glaub schon, oder? Was hast du da? Ich meine nicht. Nick? Ja, ich hab ein bisschen verpasst zu bremsen. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nicht? Okay. Kann das sein, dass du da in den Berg reingefahren bist? Was? Nein. Okay. Wer macht denn sowas? Was? Wer macht? Ja. Wer macht die Abmüll? Wer macht denn sowas, genau? Oh Gott. Muss auch noch, euch noch gleich was erzählen, aber... Jetzt während der Aufnahme nicht, dass das wird das noch gesperrt. Okay. Das ist nämlich ein etwas was genau bei, willst du uns damit teilen? Bei 4 Millionen Likes, ja, dann sagt das euch. Ja. Genau, bei gebt diesem Video 10.000 Daumen hoch und dann also bei 10.000 Daumen hoch sage ich in einem extra Video. Ja, genau. Ich hasse sowas, ganz im Ernst, ich hasse sowas. Ist ja nicht so, als hätte ich gerade mal so die 20.000 Views also überhaupt Views geknackt, aber egal. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt gerade mal die 3.800 generell Views geknackt. Niki sagt das gleiche, der ich vor mir, der hat den Kanal beschlagnahmt. Ja. Wie habe ich nicht gesagt? Ja. Ach so, ja gut, das kommt davon, dass du irgendwie nur alles überfasst. Ja, mein Problem ist, wenn ich es zurzeit zu wenig Zeit habe. Ich habe hier, glaube ich, den einfachsten Abladepunkt. Nö, gar nicht. Einfach vorne geradeaus reinfahren ist okay. Ja, ich bin nur zu doof dazu. Ja. Super. Ist wie ein autonomes Auto. Zu doof zum geradeausfahren oder was? Ja. Ah, jetzt kann ich ihn abladen. Okay, das dürfen Sie noch nicht. Frag mal den Mann im Tesla, habe ich schon mal gesagt. Ah, zufriedenstellend. Aber der musste nicht geradeausfahren. Ja, der hatte bestimmt ein paar Kurven drin, das kann sein. Nein, der hat in der weißen LKW, den das Auto als Himmel erkannt hat. Ja. Ach so, heißt also, es darf kein weißer LKW auf der Straße kommen. Das ist natürlich top. So, warte mal, ich fahre noch mal ein Stückchen weiter rein in den Steinbruch. Dann ist das gut, heißt Hermes muss beseitigt werden. Genau, und GLS und DPD und so weiter. Ja, weil weiße Sachen sind immer Himmel, ganz klar. Und es lag an den Witterungsverhältnissen, haben die gesagt. Also jetzt müssen wir dem Wetter verbieten, wie es ja eben, hat. Jetzt müssen wir dem Wetter verbieten, schlecht zu sein. Finde ich gut. Da fände ich nicht schlecht, ne? Ey, ganz im Ernst, also wenn es schon daran scheitert, dann Oh, ich fahre jetzt hier drüben hin. Das ist nicht bald entschieden. Schon, bis wir uns alle sortiert haben. So, ich spiele hier einfach durch keinen Platz lassen. Also, nicht mehr Spiegel anspiegelt, das ist Küssspiegel. Hä? Oh.
Achso. Tarek, was machst du? Ich wollte eigentlich da drüben. Voll toll, so neben diesen komischen Baggern da. Ach so, okay. Okay. Nö, nö, jetzt, ja, nö, jetzt hab ich auch keine Lust mehr. Jetzt hab ich auch keine Lust mehr, nö. Ach so, nö, ist okay. Schau gar nichts aus. Genau so, genau so. Gut, gut. Schön. Ja, okay, einfach nur die Zeugs. Karren vielleicht aus. Das ist mir ziemlich egal. Theoretisch könnte auch der das machen, der angefangen hat. Ist mir egal. Gut. Ja, auf geht's. Hey, hey, also, wir sind angekommen, ist voll toll. Ihr habt es halbwegs heil überstanden mit einmal zurücksetzen. Super. Richtig toll. Ich glaube 130.000 Verlust für Reparatur. Oh mein Gott. Du kennst das sowieso nicht anders. Super. Ja, ich habe trotzdem ein paar Milliarden. Ist ja toll, ist ja toll. So, ich habe eine Leitplanke auf dem Gewissen, das ist aber egal. Und irgendwie ein Leitpfosten glaube ich auch noch. So. Nick hat einen Berg auf dem Gewissen, das ist auch gut. Immer gut. So. Das ist immer außergewöhnlich. Jetzt, dass ich autonome Autos scheiße finde und ja, das ist sowieso. Dass die Witterungsverhältnisse sich denen anpassen sollten. Und genau. Dass bitte alle immer weiße LKWs so von der Straße verbannt werden. Ich soll das, aber da machst du halt nichts. Wenn das so weitergeht, wird die Abmord bald noch länger als die ganze Fahrt, aber egal. So. Immer so. Ja, da müssen wir jetzt auch schauen, dass die schnell zu Ende ist, die Abmoderation. Gell nicht das, Tarek? Ich weiß nicht, also. Wir müssen uns jetzt echt bemühen, so an sich. Ach so, ja, natürlich, das sollten wir jetzt noch zehnmal diskutieren und debattieren und in den deutschen Bundestag erst nochmal fragen. So. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Die anderen beiden Herren haben das letzte Wort. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier mitfahren durfte und sag Tschüss. Jo, ja, dann sage ich auch einfach Zeit, Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, auch von meiner Seite Tschüss und schönen Tag noch, ne?